Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebende. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks. Also auf Zuschauerwunsch war nur Technikerin, Bindung und Flink und ein letztes Perk durfte ich mir aussuchen. Da habe ich mich für schnell und leise entschieden. Ja, mal sehen, wie ich mich mit den Perks schlage. Zum Perkbild an sich, ne? Bindung ist ein super Aura-Perk, ne? Das hilft mir nicht nur Leute zum Heilen zu finden, es hilft mir auch Leute zum gemeinsamen Reparieren zu finden und zum Killer abschmieren. Ich meine natürlich, um den Killer nicht zu den Mitspielern zu locken, ne? ansonsten, das Ding, warte, Technikerin ist eigentlich ein Perk, was eher dafür geeignet ist, dass man es alleine nutzt, wenn man nicht mit anderen zusammenarbeitet, denn ihr hört es schon. Ich bin hier deutlich leiser als die Nia hier am Generator. Aber gut, ansonsten hat es auch den Effekt, dass Skillchecks nicht krachen, wenn ich sie nicht treffe. An sich nicht unbedingt so ein starkes Perk. Es ist halt eher ein Anfänger-Perk, wenn man wirklich noch Probleme mit den Skillchecks hat. Und oft mal kracht. Dann ignoriert sozusagen das Perk den verkackten Skillcheck. Allerdings nur mit einer gewissen prozentualen Wahrscheinlichkeit. Die habe ich gerade nicht im Kopf. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle Perks mit Perk-Beschreibung, ne, wenn ihr da nachlesen möchtet. Da findet ihr den Prozentsatz. Ansonsten, Flink ist ein ziemlich gutes Fluchtperk. An sich finde ich das Feng Min, ne? Die hat ja Technikerin, Flink und Wachsam. Das ist eigentlich ein ziemlich solider Bild schon für sich, ne? Also ist wenn man sich Feng holt, ne, hat man eigentlich drei recht starke Perks, die eigentlich alle drei nützlich sind, wenn man Anfänger ist, ne? Ansonsten, ne, Flink ist ein ganz gutes Jagdperk, ne? Das habe ich, da habe ich mir überlegt, passt ganz gut schnell und leise dazu, ne? Da mache ich kein Geräusch alle, ich glaube, 20 Sekunden, wenn ich eine schnelle Aktion ausführe. Und mit Flink bekomme ich dann im Grunde, wenn ich über dem Fenster oder eine Palette springe, dann den Sprintboost. Ist also, denke ich, in Kombination ganz gut. Ich kann leise über ein Fenster und bin dann weg. So, und wir spielen gegen eine Legion, ne? Ich habe keine Schüsse gehört. Ständig sind hier alle mit tiefen Wunden belegt. Aber ich mache hier einfach Generator, ne? Ihr seht's, beziehungsweise ihr hört's, ich bin super leise am Generator. Entsprechend, ja, müsste der Killer sehr nah rankommen, bis er mich hört. Aber er wird wahrscheinlich sowieso nah rankommen, um an den Generator zu gehen, der sehr weit ist, ne? Theoretisch kann man auch, wenn man denkt, okay, der Killer ist super nah, allerdings will ich unbedingt am Generator reparieren, aber der Generator soll auf gar keinen Fall Geräusche machen. Dann kann man alternativ den Generator so tippen. Dann macht er kein Geräusch. Man macht halt zwar nur sehr langsam Fortschritt. So, aber der Killer hört es halt nicht, ne? Ist eigentlich ein ganz guter Trick. Aber man macht halt nur sehr langsam Fortschritt, ne? Das macht halt nur Sinn, wenn der Killer gerade super nah in der Nähe jemanden jagt an einem Generator, der so gut wie fertig ist, den immer mit dem Blick hat und einen hören würde, wenn man daran arbeiten würde, ne? Da kann man sowas machen. Alternativ, ne? Technikerin. So, okay, die Legion jagt dort hinten jemanden. Und den Mac geht retten. Oder auch nicht. Jetzt gehe ich hier lang. Oder auch nicht. So, ich springe hier durch. Bekomme jetzt den Sprintboost. So, und wenn die Legion mich hitten möchte, muss sie sehr, sehr weit laufen. Aber die Legion geht eher Richtung Keller. Okay, die im Killer hat verwandt. Das ist ziemlich cool. Gerade weil wir halt alle hier als Solo-Survivor spielen, ist das sehr nützlich. So weiß ich halt direkt Bescheid. Natürlich jetzt blöd gerettet. Legion bricht dort oben einfach ihre Kraft ab. Und hat dann im Zweifel einen Kill wieder, ne? Die haben im Grunde nur getauscht. Okay, ich glaube, das war nicht diejenige, die vom Haken kam. Sondern die Retterin, ne? Aber gut, ne? Die Legion. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass die Legion irgendwie territorial gespielt hat oder gekämpft hat. Ist halt einfach, Legion braucht nur einmal jemanden anzuhitten und weiß dann sofort, wo alle sind, ne? Und mit dieser Information hat sie das einfach in dem Fall ausgespielt, ne? Zum Glück war da halt Raum überhaupt zum Retten, ne? So, okay, wir ziehen jetzt hier den nächsten Gen einfach durch. Das Ding ist, ich bin die Einzige, die gesund ist. Okay, die Legion ist jetzt zumindest bei mir. Hat sie Pop? Ja, hat sie. Okay, ich werde jetzt hier wieder rangehen. Sie hat sich gar nicht jetzt mit einer Jagd nach mir begnügt, wahrscheinlich, weil sie sich dachte, okay, es bringt jetzt nichts, hier hinten irgendwo Druck zu machen und sich hier zu beschäftigen, wenn dort vorne zwei verletzte Überlebende sind, die sie so kriegen könnte. Macht es natürlich uns jetzt nicht einfacher.
Nein. Nein, das ist richtig blöd jetzt. Die andere hätte vielleicht versuchen müssen, rauszurennen. Wobei, keine Ahnung, wie da das Zeitfenster war. Ich meine, das lässt sich hier von hier hinten am Generator zwischen drei Bäumen so leicht sagen, ne? Sie hätte mal rausrennen sollen. Ich glaube, im Keller dort unten war die Situation ein bisschen anders. So, Legion geht nicht auf mich, sondern auf die Cryptid, die sie dort gesehen hat. Doch nicht. Jetzt geht sie auf mich. Nicht. Die Legion ist schon... Also, ich meine, ist schon ein bisschen blöd. Ist schon ein bisschen fies. Aber ich meine, die Legion spielt halt gerade einfach nur schlau. Die denkt sich, keiner will jetzt... ich habe keinen Grund, hier hinten jetzt irgendwo Druck zu machen. So, schnell und leicht und runter. Nein, du bist tot? Und wieso bist du nicht gegangen? Ich glaub's nicht. Leute, spielt ihr überhaupt noch mit? Ich meine, die andere hätte doch locker recovern können. Ich wusste jetzt nicht, ich dachte, ich hätte sogar auch noch Zeit, um die andere zu retten. Da habe ich jetzt nicht so aufgepasst. Oh nein. Das ist natürlich jetzt richtig belastend. Ich meine, ja, wir dachten alle, die Nia hätte recovered und hätte noch irgendwo einen Lebenswillen. Aber vielleicht, keine Ahnung, könnte sein, dass... Ich weiß nicht, ich kann es nicht schönreden. Es ist halt gerade sehr, sehr bescheiden, ne? Aber, naja, vielleicht dachte sie es jetzt sowieso aus. Ja, sie lässt sich am Haken sterben. Ist natürlich jetzt richtig blöd für uns, ne? Ich meine, im Zweifel wäre es halt, hätten wir so oder so verloren, aber wir hatten eine Chance zu gewinnen. Jetzt verlieren wir, denke ich, sicher, ne? So, hier ist noch eine Palette. Oh, ich dachte, sie täuscht nur an, ne? Hat sie aber nicht. Das sind halt Mindgames, ne? Die kann der Killer machen, die können die Überlebenden machen. Es klappt halt nicht immer alles. So. Wir hängen. Mal sehen, ob die Claudette uns noch retten kommt. Es sieht gerade so aus, als würde sie sich eher verstecken. Ich denke, ich würde mich am Haken sterben lassen, wenn jetzt die Claudette irgendwie tiefe Wunden bekommt, oder... Aber ich will halt jetzt auch noch ein bisschen was von der Runde haben, ne? Ich meine, im Moment war halt viel Linksklick, ne? Am Generator. Viel Killer-Interaktion hatten wir nicht. Vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht hat die Claudette irgendwas Cooles in ihrer Hand. Ich glaube, sie hat keinen Schlüssel. Und wenn, dann habe ich es nicht gesehen. So. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen abzublocken. Das ist natürlich sehr dumm. Aber vielleicht hatte die Legion Angst, dass ich mit geliehener Zeit gerettet wurde. Entsprechend... Ach, ist doch irgendwie gerade auch alles vergebens, ne? Ja, sie meint Game. Ne, das meine ich halt. Ich dachte, dass sie vorhin auch irgendwie so antäuscht. Und rückwärts läuft und alles. Schaffe ich das nochmal drüber? Tap! Wap! Ja, anscheinend. Dedizierte Server wahrscheinlich, ne? Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Okay, sie hat uns geschnappt. Ich lasse mich jetzt am Haken sterben, dann hat die Claudette vielleicht eine minimale Chance auf die Falltür. Ah, ist natürlich ärgerlich. Ich meine, gut, ich beschwere mich, dass die anderen sich am Haken sterben lassen und lassen mich jetzt selbst am Haken sterben. Aber es kommt halt immer auf die Situation drauf an. In dem Fall, ne, sind wir jetzt eh gerade beide tot. Das vorhin... Ich meine, hätte sie sich nicht jetzt am Haken sterben lassen, wobei ich weiß gerade auch nicht, ob die sich wirklich am Haken sterben lassen hat, aber hätte die Nia recovered, hätte man das vielleicht noch irgendwie länger zumindest hinhalten können und vielleicht ein bisschen, naja gut, aber hätte, Fahrradkette, ne? Wir haben die Pip gemacht, gut, wir wurden jetzt nicht lange gejagt, haben nicht viel gerettet, haben aber dafür super lange Linksklick am Generator gehalten, immerhin. Also, Claudette wurde auch gerade getötet. Der Killer hat halt auch ja, schlau gespielt, war natürlich ein bisschen fies, aber gut, wir hatten jetzt auch die Generatoren sehr schnell durchgehauen, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!